Hallo und herzlich willkommen zurück auf Shadow 3 und zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ja, Meisterliga und Hisui Cup sind weg, ist es wieder Superliga und wir spielen Doppelflug Bolterus. Ein Set habe ich bis jetzt mit dem Team gespielt, bin ich positiv gegangen und deswegen probieren wir das gleich nochmal. Hoffentlich verkacken wir nicht so sehr. Ja, wir probieren es einfach mal so. Erster Gegner schon gefunden. Ich bin gerade bei, ich glaube, 2160 Punkten. Und Tentantel ist hier schon mal auf jeden Fall ein ganz guter Lead. Wir kommen hier auf jeden Fall ganz gut an. Wir müssen so ein bisschen aufpassen, der Kollege kann Donner. Aber durch Drache macht der auch tatsächlich nicht so viel Schaden. Wir gehen hier direkt natürlich auf Fimmelsfeger, den lassen wir sowieso durch. Was kann der noch? Rankenhieb oder so ist das, glaube ich, ne? Aber er geht hier direkt auf Donner. Ah, das macht halt nicht so viel, aber hat auch schon ein bisschen was. Je nachdem, was er jetzt macht, gucken wir, ob wir schilden oder nicht. Wir gucken jetzt mal. So. So, er lässt den hier durch. Alles klar. So, dann würde ich sagen, wir schilden jetzt. Ja, wir schilden. Aber, ja, gut, es ist Donner. Okay, dann ist gut. So, und farm jetzt hier runter. Falls er noch so einen Move kommt, ist es kein Donner. So, wir können hier ordentlich Energie mitnehmen, das ist gut. Okay, wenn das, das ist interessant, dass das seine beste Antwort zu gegen Altaria ist. Also, das ist, ich köder hier, vielleicht schildet er. Ja, gut. Und jetzt gehen wir auf Moonblast. Weil wir haben zwei gute Pokémon gegen Nachtara. Deswegen, ja, alles fein, das ist super. Jetzt darf nur nicht, also wir gehen in Bestie, würde ich sagen. Ich schild hier auch nicht, warum, das ist, hier ist überhaupt nichts, was ich zu fürchten brauche. Es ist Schmarotzer, der macht auch nicht so viel, also er macht schon Schaden, aber wir können hier trotzdem noch ein bisschen Drachen, Feuer-Odem Schaden machen. Das ist, und wir erreichen hier sogar noch einen Himmelsweg, vielleicht kriegen wir sogar noch den zweiten Schild, das wäre sehr nice. Und, ja, das sieht wirklich gut aus. Also, wir gehen jetzt hier in Dings. Und es ist ein Gastrodon. Wunderbar. Das ist gewonnen. Also, wir haben noch ein Schild. Der kann aufgeben. Cool. Erster Win, Freunde. So liebe ich das. Wir gehen schon mal nicht nur zu 5. Da genau, 2160 bin ich. So, probieren wir direkt. Vielleicht schauen wir es dann nochmal, wa? Sayujin. Altaria in Voltula. Das Matchup hatte ich gestern schon mal. Da bin ich in Tropius gewechselt. Zack. Jetzt ist nur die Frage, was der Gegner rausholt. Er bleibt hier auf jeden Fall erstmal drin. Wir lassen den ersten durch. Anfallen, ja. Oh, Fiaro, nix gut. Fiaro gar nicht gut. Aber da gehen wir in Altaria rein, natürlich. Dann gleich. Ja, Laubklinge wird jetzt hier nichts machen. Es ist nicht gut, das sieht nicht so gut aus. In dem gestrigen Kampf, wo mit Voltulamid, bin ich in Tropius in der Gegner in Nachtara. So, wir lassen den ersten durch. Oder, nee, wir schilden lieber. Na, es ist Nitroladung, hätten wir nicht schilden müssen. Nicht gut. Oh, okay, das ist gut, dann kriegen wir ein Schild. Das ist jetzt gut. Ja, genau. Lassen wir den durch? Oder sagen, wir lassen durch. Es ist Sturzflug, scheiße. Scheiße. Komm, lass uns runterfahren. Na, schade. Ja, das können wir, glaube ich, nicht mehr gewinnen. Es sei denn, da ist irgendwie ein Charmer hinten drin. Aber jetzt wird er wird mich absenken. Halt, wir fahren hier runter, klar. Ja, er wird mich jetzt absenken. Ich darf hier nicht schilden. Er wird mich jetzt absenken, schön mit Anfall, ne? Logisch. Bitte komm nicht nach so einem zweiten. Was ist hier jetzt hinten drin? Ja gut. Warum?
da nicht direkt drauf gegangen ist, es wäre viel schneller gegangen für ihn. Dann hätte ich einfach aufgegeben. Also, naja. So ist das. Probieren wir es gleich nochmal, würde ich sagen. Das ist ein guter Lied. Da müssen wir nur gucken, wenn er sich zu krass viel Energie holt, dass er nicht Feuerblast benutzt. Ne? Das ist natürlich. Aber ansonsten ist das hier ein Top-Lied. Das ist definitiv kein Feuerblast. Also glaube ich nicht. Ich würde sagen, es ist Shadow Ball. Ja. Och Mano, jetzt chillen wir hier und dann ja. Würde ich trotzdem, es ist kein Shadow Ball, es ist Knochenkeule trotz alledem. Zack. Ja, das ist doof. Das ist doof. Ich verkacke hier wieder voll. Ich mache hier voll die Scheiße. Oh, er gibt uns den Lied. Ach, es ist gut, das Humarill. Kann ich auf jeden Fall mitarbeiten. Also, wir gehen hier auf Mondgewalt. In der Hoffnung, dass wir den Verteidigungssenkung kriegen. Das Doofe ist halt, dass er noch beide Schild hat. Ich hoffe, dass er jetzt schildet und die Verteidigungssenkung kommt. Immerhin schildet er. Ja. Und er setzt sogar ein. Das finde ich sehr schön. Dann lassen wir uns ja auch draufgehen. Und gehen natürlich in Tropius. Und hoffen einfach, dass da jetzt was Gutes drin, hinten drin ist. Also, ja. Ich schilde hier den Eisstrahl. Ich habe Angst wegen dem, was da hinten drin ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Panzer-Eron wäre halt nice. Panzer-Eron wäre halt nice. Panzer-Eron, Rex Blizzard, sowas. Nice Catch. Ich habe halt Angst, dass irgendwas ja in seinem hinten drin ist, wo ich mit. Okay. Wir sollten einen Flammenwurf erreichen. Das wird aber close. Wir überleben eine Flora-Statue. Das müssten wir aber haben. Das müssten wir aber haben. Flammenwurf dürfte hier so gut wie ausreichen. Das sollten wir haben. Das haben wir. So, das ist unser Kampf. Wir können jetzt hier einfach runterfahren. Cool. Zwei Siege, einen verloren. Einen Sieg brauchen wir noch und wir sind positiv. Puh. Aber Altaria macht wirklich Spaß. Altaria ist halt so geil, weil Feuer-Odem halt wirklich bei vielen Pokémon einfach krass viel Schaden macht. Also wer auf den Namen gekommen ist, cool. Sehr langer Name. Trombok, auf jeden Fall ein guter Lied. Hier will ich Trombok sehen. Gegen die anderen beiden eher so semi-Lust. Tatsächlich, Pion Draghi, wir bleiben hier drin. Wir bleiben hier drin. Ja. Definitiv bleiben wir hier drin. Oder? Knirscher. Oh komm, ich wechsle den Boltrus. Jetzt, wir kriegen ein Schild. Und fangen hier ab, wunderbar. Ah, das sieht so geil aus, dieses Krypto-Pion Draghi, wirklich. Das sieht einfach cool aus. So, wir schilden hier nicht. Nassschweif macht auch nicht so viel. Und dann haben wir einen Move ready für das, was da jetzt reinkommt. Komm schon, komm nicht noch zu einem Move. Er kommt noch zu einem Move. Kacke! Aber wir dürfen hier nicht schilden. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass das irgendwas ist, wo wir mit Tropius gleich ankommen können. So, wir haben einen Move ready. So, wir setzen hier ein. Ja, da wird irgendwas, dass er hier mit Trombok wieder reinkommt. Weil er muss jetzt hier schilden. Das weiß er.
Und er tut es natürlich auch. Wir können hier noch ein bisschen. Und er setzt sogar ein, das ist sehr cool. Da muss irgendwas drin sein, wo Boltoros gut gegen ist. Und das macht mir jetzt Angst. Das macht mir jetzt sehr Angst. Ich gehe hier zurück rein, weil hier ist es einfach. Okay, Skunk Tank, gut. Mondgewalt muss hier einfach reichen. Schnell versuchen zu catchen. Hat nicht geklappt. Oder ich bin so ein perfekter Spieler. Wir schilden hier gar nichts. Er wird jetzt Back-to-Back Shadow Ball haben. Vielleicht können wir hoffen, dass er irgendwie ködert oder so. Ja, cool. Cool. Und wir erreichen ja Erlaubnis. Ja, das muss unser Kampf sein. Das können wir nicht. Also, wenn wir den noch irgendwie. Also, den können wir nicht mehr verlieren. Also, das ist gewonnen. Also. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, cool, positiv, Freunde. Sehr nice. Cooles Team, gefällt mir. Sehr cool, wir sind positiv. Cool. Ich sag mal noch ein 4 zu 1, das wäre natürlich Oberbanger. Also, ich bin generell gerade bei meinem Personal Season Rekord. Also, 2-1, 60. War ich diese Season vorher noch nicht? Oh, das ist ganz, ganz bitter für das Team. Wir müssen hier drin bleiben, leider. Aber das Pokémon ist ganz, ganz bitter für das Team. Da habe ich nur Tropius gegen, deswegen, ich kann hier nicht rauswechseln. Ich muss hier drin bleiben. Das ist ganz, ganz schlecht. Den Kampf. Also, ich hatte gestern auch so ein Matchup, das kann ich leider nicht gewinnen. Also, es sei denn, da ist irgendwie. Weiß ich nicht, was denn drin. Aber. Oder er wechselt halt in irgendwas, aber. Wir sind positiv, deswegen ist es okay. Also, all gut, ich mache jetzt hier keinen. Oh, sehr nice Angriff sinkt. Das ist jetzt sehr cool. Entschuldigung, ich hatte eben gesagt, Verteidigung sinkt, Angriff sinkt. Entschuldigung. Wie viel macht jetzt nun Steinhagel? Es macht halt immer noch Big Damage. Und er hat hier direkt noch einen, ja. Ach ja. Ja, dann gehen wir jetzt in Tropius. Sollen wir hier schilden? Ich lasse es. Es macht nicht mehr so viel. Wir fahren hier runter. Wenn er zu noch einem kommt, den würde ich aber schilden. Ich brauche einfach ein bisschen Health hier drauf. Ja. Aber er kommt nicht noch zu einem. Aber jetzt, was wird der jetzt reinholen? Also wahrscheinlich irgendwas. Ah, auch ein Tropius. Aber mit dem falschen Move. Ich gehe hier auf das und dann wechsle ich. Auf Aeroass und dann wechsle ich in Bestie. Was ist jetzt hier hinten drin? Das ist jetzt die Frage. Ersu? Nee. Glaube ich nicht, dass wir es schaffen. Also, wir hoffen jetzt, maybe, wenn er jetzt hier einen durchlässt. Ja, und kein Hydro hat. Also wir haben zwei Schilde, die werden wir jetzt hier auch sowas von nutzen. Er darf jetzt einfach keine Hydro-Pumpe haben. Und natürlich hat er Hydro-Pumpe, Scheibenkleister. Hydro-Pumpe jetzt ganz, ganz schlecht. Jetzt ein Schild, hoffe ich. Ja. Aber ich werde hier nicht abfangen können, weil er jetzt halt schon beim Move ist. Oh nein! Kacke. Na, wir haben. Gut. Was? Warum geht er da raus? Der hat doch Energie. Ist egal, 4 zu 1. Wie cool. Ich freue mich. Nice. Und? Komm, 7-1-8. Mann. 6-9-9. Und? 2201. Sehr, 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 sehr genial. Ja, meine Damen und Herren, das war Doppelflug Bolterus
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.